Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Zelda Breath of the Wild Good to Know. Und zwar hier in diesem Video, wo wir die Rüstung von Tingle finden. Und zwar sind wir hier in der Möwendorf-Ruine, hier in Hyrules Mitte. Und da findet man mit dem Magnetmodul unter diesem Wächter den ersten Teil von Tingles Rüstung. Wir ziehen das Ding mal hier raus. Und tetretel, die Strumpfhose. So, wir sammeln hier noch die Achsen und so weiter ein. Der nächste Teil befindet sich hier oben. Neben Schloss Hyrule. Wir teleportieren uns mal zum Nia-Nia-Schrein. Und der andere Teil befindet sich etwas weiter unten links. Zeige ich euch dann aber gleich. Und dann haben wir hier auch schon im DLC die Tingles-Rüstung gemeinsam zusammen. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man die Phantomrüstung holen kann und davor, wo man Majora's Mask findet. Und ich werde euch auf jeden Fall noch ein Video von Midnas Maske, vom Reisenden-Amulett und von der Krogmaske machen. Und dann hat man eigentlich alles zusammen, was man im DLC schon erstmal neu bekommen kann. Und dann kümmern wir uns um Trial of the Master Sword. So, machen wir uns auf die Socken. Da müsst ihr aufpassen, hier gibt es natürlich überall freundliche Wächter. Und wenn man die natürlich vorher beseitigt, ist das Eis ein bisschen leichter. Ich habe aber extra jetzt die Ninja-Rüstung angezogen, um leise und schnell zu sein. Das heißt, ich hoffe, dass wir damit den Viechern entgehen können. Stimmt, hier gibt es auch Fliegende. Dö, 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 dö. Fast vergessen. Lauf! Vor dem muss man sich natürlich in Acht nehmen. Wenn man da Pech hat, fliegt das hier gerade noch passend lang. Ach, der hat mir gerade noch gefehlt. So, und hier unten, wo alles so ein bisschen abgefackelt ist, da kann man es holen. So, wir kümmern uns aber erst noch um den. Ja. Wunderbar. Genau das, was man für so ein Video braucht. Vorführeffekt Nummer 1. Na gut, dann holen wir uns einfach die Truhe. Na komm schon. Oh, ne? So. Einmal alles schief gehen, bitte. Aber ich mache das Video trotzdem, weil ich finde genau sowas immer lustig bei anderen. Dann muss ich dich jetzt echt noch vorher platt machen? Ich finde es also immer lustig, wenn das bei anderen passiert, wie so Outtakes. Und deswegen lasse ich das einfach so. Weil es zeigt halt auch, wie wunderbar das Leben ist. Man kann nichts perfekt planen. Nicht mal bei einem Video. Ich habe das nämlich schon alles toll vorbereitet. Und dann habe ich kurz bevor ich an der Möwendorf-Ruine angekommen bin, einen Blutmond gehabt. So, hier unten ist das letzte. In hier den Windblumenwiesen unten links, in diesen Ruinen hier. Da gehen wir zum Yakka-Mata-Schrein und laufen von da aus rüber. Und ja, damit haben wir dann auch schon Tingles Rüstung zusammen. Dann folgen gleich noch zwei andere Videos, drei andere Videos und dann könnt ihr hier in meinem Good-to-Know-Kanal alles rund ums DLC finden, wo ihr die Masken und die Rüstung finden müsst. Und damit hat man in einem kleinen, schnellen Durchlauf alles eigentlich zusammen. Ich würde mal sagen, man braucht so ungefähr, wenn man sich wirklich Zeit lässt, eine Stunde für alles. Ja? Allerlängstens. Ich bin viel früher fertig geworden. Jetzt drehe ich die Videos mit euch, damit ihr das alles auch finden könnt. Und ihr seht ja, das sind immer alles ganz kurze Einheiten. Also alles im Lot. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das alles einfach so finden kann, dass das rumliegt, weil ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, irgendwie ein bisschen Dungeons oder so zu machen, wo man das finden kann. Wäre ein bisschen spannender gewesen, aber naja. So, hier muss man aufpassen. Hier sind immer mal Giga-Typen. So, mit dem Magnetmodul kann man gucken. Bzz, bzz, bzz. Wo die Truhe hier lauert. Es gibt ein Buch, wenn man das alles ganz offiziell questmäßig machen will. Da kann man nachlesen. Da stehen Tipps zu allen einzelnen Rüstungsteilen drin. Das zeige ich euch aber noch. Genau da unten was. Oh, da haben wir sogar noch einen Krog. Krogs hasse ich. Warum auch immer. Das sind hässliche Viecher.
Einfach nur. So, und da ist Tingels Mütze. Ich zeige euch natürlich noch, wie hier alles aussieht. Tingel ist auch eigentlich so ein hässlicher Typ. Aber gut. Zack, zack, zack. Genau. So, verschwindet. So sieht man damit aus. Ziemlich elfenhaft. Und ja, das waren die Locations, wo man sie finden konnte. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Könnt mir einen Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Und über ein Abo freue ich mich auch. Schaut auf jeden Fall in die anderen Videos hier noch rein, damit ihr finden könnt, wo die anderen Rüstungs- und Masken sind. Rüstungsteile und Masken sind. Und ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut.